wollte sie fragen, ob das wichtig ist, vorher mit der Location was abzuklären, ob man schauen muss, ob irgendwas, Gegebenheiten vorhanden sind für euch als Musiker oder ob ihr einfach mit allem Zeug selber kommt. Wie funktioniert das bei euch? Oder muss das Brautpaar was abklären? Also wir brauchen natürlich schon ein bisschen Platz, also so 3x3 Meter ungefähr bräuchten wir Minimum, je nachdem, also bei der Location jetzt abends, ne? Und wenn wir mit mehreren Musikern gebucht werden, bräuchten wir natürlich dementsprechend mehr Platz, wir brauchen Strom. Dann ist die Frage, sind wir nur als Band gebucht oder auch mit einem DJ-Programm, also wir sind jetzt keine DJs, ich möchte da nicht mit den DJs irgendwie konkurrieren, aber manchmal wünschen sich das die Brautpaare gerne, dass man dann noch ein bisschen Musik vom Band spielt. Dann brauchen wir einen kleinen Tisch und Stühle, aber das ist ja in den Locations meistens vorhanden. Also von daher. Verlängerungskabel habt ihr selber? Das bringen wir alles mit, wir bringen die Anlage mit, die berechnen wir extra, aber die bringen wir mit. Also braucht ihr quasi nur Strom und ein bisschen Platz. Genau. Ja. Easy. Ich danke dir vielmals und ich hoffe, es war aufschlussreich für euch. Bei Fragen schreibt mir einfach eine Nachricht und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Come with me, girl, I know a place where the green grass grows in sunny embrace and we can get away.